Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen 2. In der letzten Folge sind wir im Reich der Toten angekommen, auf der Insel der Toten. Und ja, jetzt sollen wir hier irgendwie einen Schädelzepter besorgen, ein magisches Artefakt, das wir aber erst herstellen lassen müssen. Und zwar von einer dieser, naja, nicht mehr ganz so lebendigen Personen hier. Und außerdem können wir hier schön das Reich der Toten looten, denn hier scheint noch nie jemand großes Interesse an Gold gehabt zu haben. Und ja, das mitgenommen zu haben. Nee, der Fall ist, dass wir hier sind und die ersten wirklich Lebenden hier zu sein scheinen. Und entsprechend, wo bin ich denn jetzt? Kleines bisschen verirrt irgendwie hier. Ich finde es sowieso sehr verwirrend, die Gegend. Vor allem jetzt, wo es noch so dunkel ist. Und wir sind auch die ersten, die das ganze Zeug mitnehmen können. Also, warum denn auch nicht, ne? Oh, das sieht doch gut aus hier. Seht euch den mal an. Wie sieht der denn nur aus? Das ist Bones, unser Schiffsarzt. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Doch, ich bin's. Haha. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es. Wir sehen es. Wir sehen Länder, Palmen, Menschen mit dunkler Haut. Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat, der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Meint er mich? Nee, oder? Marakai? Pirat? Ah, ja, richtig. Den meint er. Du redest von Garcia. Der hat sich tatsächlich für jemand anders ausgegeben. Ja, Garcia. Ein falscher Mann. So, jetzt geht's ja an den Kragengeist. Richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm. Von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, ja. Das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ach. Dass Garcia ein Verräter war, das weißt du. Aber dein Name war weg, ja? Name? Ja. Bones ist unser Name. Oh Mann, das Gespräch. Da dreht man ja durch hier. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Also, du sollst dem weißen Schal folgen. Das macht nichts. Sag's doch jetzt auch mal hier. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir glauben dir kein Wort. Hinfort mit dir, du Ungetüm. Ja, ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Mir. Liebe, Liebes? Ich sehe dich. Ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ja, ich sehe es ganz deutlich. Na super. Ein Pfad. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar. Das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Flupp, und auch der ist weg. Ja, also wir haben jetzt die zweite, die eigentlich vermeintlich tote Hälfte von Bones hier gefunden und der kehrt wieder zurück, wo er hingehört, nämlich zu seinem Körper in der lebenden Welt, in der Welt der Lebenden, so ist es richtig. So, und wir suchen jetzt weiter hier ein bisschen die Leute und keine Ahnung, was wir noch suchen, die Münze, oder? Warte mal, habe ich die Münze schon? Doch, die Münze habe ich, oder? Ja. Es fehlt quasi nur noch der Almanach von Stahlbart. Ja, so. Ansonsten gibt es hier nur noch die Sachen zu tun, die wir für das Schädelzepter brauchen. Ich muss euch echt sagen, ich verlaufe mich hier gerne mal ein bisschen. Ich finde das alles sehr, naja, unübersichtlich gemacht. Zumal dieser ganze Nebel und dieses Scheinzeugs das nicht gerade leichter machen, sich ja irgendwie ein bisschen zu orientieren. Ich habe gerade gesehen, dass hier jemand sitzt und mit dem möchten wir sprechen, Akando. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Wer bin ich denn? Was für Gebete?
Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Na gut, ich bin ja nun hier. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Ja, natürlich. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Diese Farbe, ne? Das sieht so krass aus. Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Cool, ey. Ist ja fetzig. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Okay, soll ich jetzt mit der Knochenhand ihm irgendwas stehlen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Aha. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten. Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum ich je einer gedacht habe. Oh ja. Ja. Definitiv. Das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Ja, klingt ja nicht schlecht. Ich werde mal sehen, ob ich an diesen Diamanten komme. Ja, gut. So ein Diamant. Lass dir ruhig Zeit. Nehmen wir mit. Nur geh nicht wieder weg, ja? Ja, ja. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Es gibt leider keinen Schlüssel, aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einen zu erschaffen. Hä? Eine Voodoo-Hexe kann dir dabei vielleicht weiterhelfen. Verstehe. Boah, was ist das für ein Quatsch? Ist das hier der Raum, von dem der redet? Nee, ja, schon. Arcandus, ach, ich kann das einfach öffnen. Okay, wenn es weiter nichts ist. Toll, das ist ja easy. Das ist 60. Kein Problem. Müssen wir nicht mal den Klingenring anwenden. So, also das auf jeden Fall hintereinander. Wie soll denn das gehen, wenn das so rum ist? Dann jetzt so, muss ja so sein. Oh, easy. Viel zu leicht. Okay. Weißer Diamant, Trank des Diebes und ein bisschen Gold. Ja. Wow, das war ja ein richtig schwieriger Quest. Hey, Arcando, du kannst dich verpissen. Deine Seele ist frei. Ich hab die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Gern geschehen. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Komisch. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen. Naja, nun verpiss dich schon. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Tschüss. Ich werde dich nicht vergessen. Flupp, und auch der ist weg. Sehr gut. Okay, was haben wir jetzt noch zu tun? Ich schaue mal eben kurz in diesen Quest hier rein. Das war ja ein bisschen merkwürdig. Um Nahele von ihrem Fluch zu befreien, muss sie einen Gegenstand fertigen, der mächtiger ist als der Tod. Bla bla bla. Die Zutaten sind die Trophäe eines Jägers, der Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes. Und der persönliche Gegenstand von Stahlbart. Fehlt noch der Speer eines Kriegers, wenn mich nicht alles täuscht? Nee, Moment, da habe ich den nicht schon? Ah nee, das war die Beute, die ich schon habe, ne? Gott, okay, das ist irgendwie viel zu tun hier und... Wie gesagt, ich habe meine Schwierigkeiten, mich hier zu orientieren. Einfach aus dem Grund, dass hier alles gleich aussieht und ich keinen Schimmer habe, wo ich bin. Was gibt's denn hier? Oh, eine Statuette. Die nehmen wir mit. Wir brauchen zwar den ganzen Mist nicht mehr, weil wir sowieso viel zu viel Gold haben. Wie sieht's denn mit dem Ruhm aus? Moment. Härte auf 10 würde ich ja gerne mal machen. Ja, nice. Und zack. Härte auf 10. Sobald wir wieder zurück im Reich der Lebenden sind, werden wir uns dann von dem echten Bones, dem wieder zusammengefügten, kompletten echten Bones, noch die neue Fähigkeit beibringen lassen. Okay, diesmal geht's nicht so leicht. Ein bisschen hin und her heute mal. Na gut, dann ist es ja einfach. Dann zack und blub. Geschafft. Ja, und dann hätten wir... Wow, was ist denn das? Ein Rubinring. Ja, und dann hätten wir eigentlich so ziemlich alles weit vorbereitet, um was auch immer zu machen. Ich weiß noch nicht genau. Wo komme ich denn jetzt wieder zurück? Ich bin verwirrt. Aber mordsmäßig verwirrt. Da unten? Nee. Was ist denn hier? Ja, hier war gerade Bones, ne? Da müsste ich bestimmt wieder durch die Höhle zurück. Ich bin ja durch die Höhle noch nicht komplett... Nee, nicht durch die Höhle, sondern ich bin ja noch nicht vorne bei dem Hauptweg den kompletten Weg gegangen.
Das heißt, wir gehen jetzt durch die Höhle zurück und ich hoffe mal, dass ich da an einen Punkt rauskomme, wo ich mich wieder zurechtfinde. Denn, wow, hier wird es gleich wieder heller, ein bisschen wärmer. Das andere war ja so ein kühles, graues, blau irgendwie, ne, so ein bisschen. Und hier ist es wieder so ein goldgelbenes, warmes Gefühl, oder? Mir wird gleich wärmer. Richtig krass. Okay, also da drin müsste dann... Moment mal, da war eine Truhe. Ach Mann, das ist so verwirrend. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Da lang. Ja, ich gehe mal da lang. Da waren wir noch nicht. Das klingt doch gut. Ja, wie gesagt, es ist jetzt wieder kühl. Es ist hier alles sehr, sehr, naja, verwirrend, sage ich mal. Ich habe echt so meine Schwierigkeiten, aber wir finden das schon alles. Da oben ist ja wieder der Ausgang, quasi, zum richtigen Reich der Lebenden. Oder was ist denn da eigentlich? Kann ich da hin? Würde mich ja gern mal, schon mal interessieren, ob ich jetzt überhaupt wieder raus könnte. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil ich bin ja hier im Reich der Toten. Irgendwie. Mal sehen. Ist es jetzt zu? Hier ist noch eine Schale. Und Wein. Ich mag keinen Wein. Aber, So. Hey, hier ist wirklich der Ausgang. Ist ja Quatsch. Eigentlich sollte mich doch jetzt irgendwas davon abhalten, oder? Wie komme ich wieder zurück in die Welt der Lebenden? Das ist leicht. Du musst dich nur auf den Altar legen und schlafen. Nimm nichts von dem Trank. Ja, ja. Aber ich bitte dich. Okay. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt grundsätzlich wieder hier zurück Richtung mein Schiff könnte. Ja, würde mich das doch mal interessieren, weil ich habe doch hier ein Schnellreisesystem, oder? Was ist, wenn ich zurück zum Schiff klicke? Das ist so... Ach, ich kann bis am Strand entlang laufen, aber ich kann nicht zum Schiff zurück, denn ich kann das nur per Reise, oder? Nee, warte mal, ich kann das eigentlich per... Boot. Ach man, komm, wir probieren das jetzt mal. Sorry dafür, dass ich jetzt hier ein bisschen die Zeit verschwende, aber ich würde mich doch mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt ins Ruderboot steige und versuche, zu meinen Kameraden zurück aufs Schiff zu kommen. Wäre ja schon mal interessant irgendwie, oder? Und ich müsste ja zumindest mit der Schnellreise wieder zurück zu den anderen Punkten hier auf der Insel kommen können. Vielleicht gibt es auch gar kein Boot jetzt hier im Reich der Toten. Sieht fast so aus, oder? Nee, hier ist kein Boot. Tja, nicht schlecht. Okay, die Fackel allerdings, die ist meine. Und die Muschel auch. Ja, eigentlich macht das keinen Sinn, den ganzen Rotz hier einzusammeln. Mein Schiff ist auch gar nicht da. Ja, nice. Okay, dann macht das natürlich Sinn. Wir gehen mal hier hin zum Kampfplatz. Mal sehen, was es hier gibt. Ich hoffe mal, hier gibt es noch die letzte Person, die ich suche. Ja, genau. Halt ein, der Krieger. Du hast die Arena des Kriegers betreten. Stell dich zum Kampf. Okay. Was ist dein Problem? Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal, meinen Fluch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid, such den anderen. Aber lass dich warnen. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Moment mal, ich will meine HP wenigstens mal auffüllen, bevor ich hier anfange. Wieso wurdest du verflucht? Ich habe nicht beendet, was ich begonnen habe. Du hast Mara nicht getötet. Will heißen? Wir waren vier an der Zahl und wollten das Ungeheuer töten. Du sprichst du von Du bist Mara. Schuld an allem. So ist es. Ich konnte sie mit dem Dolch verletzen, aber ihr Fluch traf uns trotzdem. Na toll. Wir hätten es zu Du bist schuld. Nee, kannst aufhören. Doch wir haben versagt. Nun trage ich die Konsequenzen. Jetzt frage ich mich... Du hättest Mara mit deinem Dolch töten können? Nicht allein. Aber jeder von uns trug eines der tödlichen Titanen-Artefakte. Ich war damals stolzer Chaka beim Tempel. Ah, bei den Chakanumbis, aha. Mara überließ mir den Blutopferdolch, weil ich stärkster Tonka war. Doch wir hintergingen sie. Wir hätten uns nicht eher zufrieden geben sollen, bis das Ungeheuer zu Staub zerfällt. So sieht es wohl aus. Werd's mir merken. Lass mich doch einfach gewinnen. Dann bist du befreit und ich spare mir den Ärger. So einfach ist das nicht, Lebender. War ja klar. Ich muss jemanden finden, der stark genug ist, nicht denselben Fehler zu begehen wie ich damals.
Ach, jetzt muss ich deine scheiß Fehler ausbügeln, oder was? Was für eine Macke. Verpiss dich. Arschloch. Na gut, dann machen wir ihn halt platt. Was also gut. Ist. Lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Mal speichern wäre nicht schlecht. Das habe ich völlig vergessen. Und bang. Wow, der hält da richtig was aus. Ey, geh nicht aus dem Ring raus, Kollege. Ausweichen. Und dann geht's drauf. Boom. Boom. Bam. Wow, der wird richtig genatzt. Da kannst du hier rumspringen mit deinen Zirkusblödeleien. Ihr wisst schon, was ich meine. Das bringt dir nichts. Ich mach dich platt. Und zwar ruckzuck. Bam, bam. Liegst du am Boden, Kollege? Ja. Du hast natürlich es geschafft. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit. Naja, ist mir egal. Nach all diesen Jahren. Gib mir einfach deinen Speer. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Ja, gern geschehen. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. Ciao, ciao. Und also weg. Ich sag mal so. Im Prinzip finde ich diese ganze Geschichte hier mit dem Zepter herstellen schon cool gemacht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, zu diesem Zeitpunkt des Spiels sind das keine Gegner. Dieser Krieger hier ist ein Witz. Der Gorilla war ja der größte Witz. Der Quest mit dem Diamantenstehlen ist genauso harmlos, weil 60 Diebeskunst, meine Güte, das kriegt man irgendwie zusammen. Selbst wenn man nicht viel dafür gemacht hat. Und es gibt ja sogar noch den zweiten Weg, dass man das irgendwie schaffen kann. Weil 60 Diebeskunst, ne, mal ehrlich, wenn ich jetzt 20 Diebeskunst habe, oder sagen wir mal 30, dann reicht das schon. Dann könnte man... Knochenkette. Braucht auch kein Mensch. Dann könnte man den Klingenring anziehen, wäre bei 50, dann noch so ein Trank, da ist man vielleicht auch bei 60. Wenn nicht, hat man immer noch irgendein anderes Artefakt anlegen, mit dem man dann bei 60, also das 60, das hätten sie ruhig ein bisschen höher machen können, einfach um da den Reiz irgendwo zu finden, ne? Weil normalerweise bringt man selbst, wenn man Diebeskunst, also diese ganze Attributsreihe Gerissenheit mit der Diebeskunst nicht ganz so sehr macht, dann kommt man irgendwie trotzdem daran, ne? Ich habe ja Diebeskunst noch nicht mal auf 3 und es reicht schon. Liegt auch daran, dass ich das noch nicht auf 8 gebracht habe, dieses Gerissenheit, aber trotzdem. Also, ich finde die Idee cool mit den verfluchten Chakas von den 4 verschiedenen Stämmen. Aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen zu läppig, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Comments. Ja, aber na gut, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Wir haben hier noch die zwei letzten legendären Gegenstände gefunden, die es hier auf der Insel der Toten, beziehungsweise im Reich der Toten zu finden gibt. Und wir haben auch Bones Geist wieder gefunden. So, jetzt gibt's auch das Zepter noch, dann passt das. Und ein Hut des Verstorbenen. Das ist wirklich beeindruckend, junger Freund. Lass mich mal sehen. Nur gucken, nicht anfassen. Von dem Hut benötige ich bloß ein paar Fasern. Hey. Es ist vollbracht. Das Schädelzepter ist gefertigt. Nett. Nehmen wir mit. Jetzt muss der Geist des Verstorbenen nur noch mit dem Zepter verbunden werden. Wie soll das gehen? Bring es zu Tau. Er wird wissen, was zu tun ist. Schön, schön. Endlich bin auch ich befreit von Endlich bin auch ich befreit. Ich danke dir für deine Taten. Bitte schön. Ich werde sie nicht vergessen. Ja. Ich schwöre... Dass meine Zeit. Ja, die labern aber auch ohne Ende, oder? Das ist ja richtig. Ich bin die Letzte, die lästig. Dich nun verlässt. Okay, ja, ich weiß. Aber ich weiß, du wirst einen Weg finden, zu beenden, was wir nicht geschafft haben. Viel Glück, junger Krieger. Danke, ciao. Meine Gedanken werden dich begleiten. Wow, sie hält endlich die Klappe. Ein Wunder. So, jetzt müssen wir zurück zu Tau. Der steht da vorne, wo wir gerade eben schon waren. Und zwar genau hier. Das geht natürlich schnell. Und jetzt reden wir mal mit ihm. Ich kann euch aber gleich sagen, den Geist von Stahlbart beschwören wir heute nicht mehr. Das wird ich zu knapp. Ich habe das Schädelzepter. Und du hast den Fluch derer gebrochen, die dir geholfen haben. Dann ist es nun an mir, den Geist des Verstorbenen zu rufen. Ey, jetzt noch nicht. Der durchkreuzt mir meine ganzen Pläne, der Sack. Okay, wir rufen jetzt noch fix den Geist von Stahlbart und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit ihm. Oh yeah.
Tivas. Locomoto. Tivas Locomoto. Shubunimbo Alcara. Wow. Stahlbad. Das ist schon episch, oder? Irgendwie ein bisschen episch. Boah, ich hab Gänsehaut. Alter. Junge. Guckt ja, als hättet ihr noch nie ein Schiff gesehen. Mara, dieses verfluchte Weibsbild. Stahlbart? Ich hätte ihr das Herz herausreißen sollen. Gib mir einen Säbel. Ich werde das jetzt gleich erledigen. Hast du einen an deinem Gürtel? Verdammt. Kann ich jetzt... Gut, dann überziehen wir jetzt halt die Folge ein bisschen. Was soll's? Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Tot? Dir werde ich gleich helfen, Bursche. Ich habe immer noch genug Kraft in den Knochen, um dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Na gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich möchte das nicht führen, das Gespräch in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden heute mal mitten im Gespräch die Folge beenden. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.